Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Ich habe für heute noch keine Folge, also muss ich die jetzt aufnehmen. Es ist auch, ja, ziemlich knapp, sage ich mal. Die kommen ja normalerweise um 14 Uhr. Das Problem ist, ihr habt es ja mitbekommen, die Leute, die auf meinem Kanal schon ein paar Videos gesehen haben oder mal reingeschaut haben zumindest. Ich habe öfter mal Audioprobleme. Deswegen hoffe ich auch immer, dass es passt. Ich mache zwar vor jeder Aufnahme, also auch wenn ich mehrere am Stück aufnehme, immer wieder eine Testaufnahme und selbst wenn da alles in Ordnung ist, kann es sein, dass plötzlich in der nächsten Aufnahme die Audioprobleme losgehen, die Soundprobleme losgehen von meinem Mikrofon. Mein PC, ich weiß nicht. Also eigentlich funktioniert alles mit dem, der ist halt schon älter und deswegen dementsprechend auch schon schwächer. Es lohnt sich für mich jetzt nicht, einzelne Komponenten aufzuwerten. Ich müsste mir einfach mal einen komplett neuen besorgen. Und auch erst dann werde ich mir ein neues Mikrofon holen. Eigentlich ist das hier vollkommen in Ordnung, zumindest für einen Anfänger wie mich. Und der Sound, auch wenn meine Stimme nicht, also die, die ihr hört, nicht die ist, die ich habe, nicht komplett, hört man ja ungefähr, wohin die Stimme geht. Es kann aber sein, dass ich demnächst wieder übers Headset aufnehmen muss, weil es so einfach keinen Spaß macht. Ich nehme schon teilweise überhaupt nicht mehr auf, auch wenn ich Zeit habe, weil ich einfach keinen Bock habe, ein Video aufzunehmen und dann irgend so ein Mist zu hören. Also dieses Kratzen, Rauschen, was weiß ich. Ich habe ja meistens diese Kratzer drin. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich habe gemerkt, dass es häufiger mal das Problem ist, wenn Windows aus irgendwelchen Gründen für irgendetwas Speicherplatz reserviert und dieser Speicherplatz, ja, keine Ahnung. Ich habe alles durchsucht, also ich war in den kompletten Systemordnern, habe alles durchsucht, ich habe nichts gefunden. Ich habe sogar mal wieder die Defragmentation benutzt. Das hat manchmal Auswirkungen, das bringt mir teilweise dann 1-2 GB. Ich habe verschiedene Cleaner ausprobiert und auch sicheres Löschen und so weiter und überschreiben, damit das halt komplett geleert wird, dieser Platz wieder. Manchmal hilft es, manchmal auch einfach gar nicht. Obwohl ich keine Installation oder Deinstallation oder irgendwas vorgenommen habe, ist einfach von jetzt auf gleich ist da irgendwas belegt. Keine Ahnung. Dann habe ich auf der Aufnahmefestplatte Platz geschaffen, auf der Spielefestplatte, soweit ich konnte. Also ich habe einiges an Platz geschaffen und trotzdem kommt es immer wieder dazu. Also mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr, was genau ich tun kann. Die Stecker sitzen alle, es wackelt nichts, es ist halt alles sauber und so weiter und keine Ahnung. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich ab demnächst wieder mit Headset aufnehme, wenn das nicht besser wird. Dann ist mein... Ich meine, der Ton ist ja nicht schlecht, er ist halt dumpfer. Ja, okay. Also Definitionssache, ob das jetzt schlecht ist. Das muss dann jeder selbst sehen. Aber anders kann ich es eben nicht machen dann. Der Ton ist dann ungefähr so wie auf der PS4. Also weil ich da das gleiche Headset habe wie am PC. Nur am PC habe ich eben das Mikrofon nicht angeschlossen. Beziehungsweise habe ich vom Kopfhörer abgenommen. Damit ich das alles hier über das Tischmikro machen kann. Ist übrigens ein USB-Mikro. Vielleicht liegt es daran, kann sein. Bei meinem letzten Rechner hatte ich auch mit den USB-Ports Probleme nach einer Weile, weil ich habe meine Rechner halt ziemlich lang. Ich will aber warten, bis ich mir einen vernünftigen kaufen kann und nicht wieder so ein, ja, relativ günstiges Teil. Naja, gut. Also erstmal so viel als Vorwort. Falls demnächst dann der Ton sich ändert, wisst ihr schon mal vielleicht Bescheid, wenn ihr das hier gehört habt. Ansonsten bin ich mal ins Vorgegangen, denn wir haben ja noch eine Tutorial-Quest von Sergeant Clive. Sieht so aus, als wärt ihr bereit für eine neue Ausrüstung. Auf eurer Reise durch die Front werdet ihr vielleicht feststellen, dass es nützlich ist, ein zusätzliches Ausrüstungsset zu haben. Sobald ihr eine Ausrüstkammer in eurem Fort habt, könnt ihr dort eure Ausrüstung verstauen. Oh. Killidokili. Ausrüstung kann in der Hostkammer angezeigt werden. Drückt F, um ja, bearbeiten, klar. Okay, schätze ich mal funktional.
Nicht? Ah. Lager? Oh, ich habe hier so viele Statuen, die müsste ich irgendwann mal aufbauen. Allein schon, damit ich sie rausnehmen kann. Ja, aber Dekoration? Moment, steht da irgendwas? Platziert eine Rüstkammer im Ofen vor. Trainingspuppe. Werkstatt. Robowerk. Waffenwagen. Okay, entschuldigt. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Nö. Aber ich sehe gerade. Die beiden Dinger kann ich mal aufstellen. Das Tor an. So. Dann haben wir auch Goblins einen kleinen Platz bei mir. Die könnte ich dann wegnehmen oder durch anderes ersetzen und so weiter, aber lasse ich jetzt erstmal so. Sagt er mir noch irgendwas dazu? Boah. Ich habe gerade keinen Plan. Ich bin wohl einfach zu dumm dazu. Ich schaue jetzt hier gerade nochmal rein. Aber ich habe ja einen Zuschauer, wenn der das hier sieht, dann kann der mir helfen. Ich hätte jetzt erwartet, dass es unter Lager ist. So hat sich das zumindest angehört. Also hier steht ja Rüstkammern. Aber... Oder meint er, ich soll etwas aus der Rüstkammer platzieren oder... Oh, Mann. Ja, okay. Also da stand platziert Rüstkammer. Ich soll etwas aus der Rüstkammer. Okay. Vergessen wir das einfach. Ich habe nichts gesagt. Ja, aber ich habe schon das Klatschen gehört, wie die Hand vor die Stirn klatscht bei den Zuschauern. Es geht mir ja genauso. Also wenn man davor sitzt und das aufnimmt, ist halt eine komplett andere Welt. Man sieht das einfach nicht. Es ist wie, wenn man in der Schule an der Tafel gestanden hat. Wenn man von hinten drauf schaut, sieht das alles klar aus. Aber wenn man dann direkt davor steht, dann kann das schon mal zu peinlichen Situationen führen. Da denkt man sich dann schon mal, meine Fresse, was ist denn das für ein Vollidiot? Ja, ja. Okay, das hatten wir schon beim letzten Mal. Aber ich habe den Wegpunkt noch nicht mitgenommen, den nächsten. Weil ich in das Video reingehört habe und ich hatte halt diese Probleme. Und das ist einfach super nervig. Da hatte ich ja noch keinen Bock mehr. Deswegen muss ich das jetzt auch kurzfristig aufnehmen wieder. Naja. Aber da ich heute frei habe, ist das in Ordnung. Kann ich ein bisschen zocken. Zwei Level, dann kann ich auch die höchsten Skills schon mal nutzen, glaube ich. Aber müsste auch 20 gewesen sein. Und dann kann ich den neuen Lichtzauber skillen. Den werde ich dann auch erstmal ausprobieren. An zu brennen und rennt vor mir weg. Jetzt kommt sie wieder zurück.
Ja, Wegpunkt wollte ich suchen, genau. Aber wenn hier schon ein Baum steht. Bisschen Holz kann ich gebrauchen. Da ist der Wegpunkt. Und da ist noch ein Baum. Als nächstes dann zur Leichenfeuergruft. Oh. Aber Baum. Baum ist Baum. Und irgendwas zieht auch schon wieder an. Naja, vielleicht muss ich mir doch mal was Günstigeres kaufen, einfach ein Übergangsteil. Es gibt ja mittlerweile schon echt günstige, die sogar mindestens so gut sind wie mein PC. Allerdings neuer, das heißt, es funktioniert dann auch besser. Das macht in der Tat einen großen Unterschied. Also man hat ja einmal die Zahlen und dann gibt es ja die Zahlen der einzelnen Komponenten, aber die stimmen ja schon nach einer kurzen Zeit nicht mehr. Sobald das in Betrieb geht, ändern sich die Werte ja. Und dass ich meinen jetzt schon über 8 Jahre habe, liegt daran, dass ich mich viel damit beschäftigt habe und das Ganze einfach irgendwie instand gehalten habe. Aber mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich das gar nicht mehr machen will. Also da muss man in den Systemdateien Dinge umschreiben, schon bei der Installation aufpassen, einen anderen Weg der Installation des Betriebssystems gehen und so weiter. Also da bin ich mittlerweile auch schon raus. Deswegen könnte es vielleicht sinnvoll sein, sich einen für den Übergang zu holen. Zumindest für die Aufnahmen. Muss ich mal überlegen. Ich komme irgendwie wieder ins Gegner vernichten. Ich will einfach mehr Level haben. Aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoller, wenn ich weitergehe und die Quests mache. Die bringen ja an sich schon Belohnungen. Andererseits so ein bisschen Glühklebstoff, ein bisschen mehr davon ist natürlich auch super. Dann kann ich mir die Giftresistenz noch ein bisschen hochsetzen. Da war der Hüwe-Tunnel, da war ich ja schon drin. Oh, Metall. Metall ist gut. Ist aber geschlossen, bösartiges Nest. Das heißt, hier muss ich nicht hin. Das schlussfolgere ich daraus, dass ich da auch gar nicht rein kann. Ja, ich bin doch gar nicht so dumm. Geh ich mal hier rüber. Hier drin. Irgendwie. Diese Monster-Spawns ziehen echt. Aber auch erst in diesem Gebiet. Davor hatte ich das auch nicht so. Vielleicht liegt das auch an diesem Gebiet. Ich mag ja grün nicht so. Beziehungsweise dieses künstliche Natur und so weiter draußen.
ist super. Aber ja, alles Künstliche ist nicht so meins. Das weiß mein PC wahrscheinlich auch. Hat auch eine Abneigung entwickelt. Ich rede natürlich nur Unsinn. Also nicht, was meine Abneigung gegen Grün angeht, aber die meines PCs, da rede ich natürlich nur Unsinn. Da hinten hin. Okay. Leichenfeuergruft. Noch mehr von diesen Käfern. Aber das ist auch wieder irgendwie das... gleiche Video gewesen. Habe ich so gehört. So, ja, Feier, genau. Muss ich nicht laufen. Du da hinten? Hallo? Das interessiert dir nicht. Okay. Das Blöde ist, für den Ruhm muss ich sie alle platt machen. Ist hier noch was? Nicht? Schade. Dann mal ein bisschen Gas. Ja, da war schon wieder eins. Das wird aber auch nicht im Chat angezeigt. In anderen Spielen wird sowas ja auch im Chat, angezeigt dann. Finde ich ganz gut. Kann man das halt nicht mehr verpassen. Ach Mist. Ja, schade. Okay, habe ich jetzt was gebaut. Die Harmonie. Ausgelöst. Endemic plants in chunks of soil distinct from those found elsewhere on this island. How is it that this flora came to be here? Noch eine Kiste für mich. Boss. Ja. Mit dem AOE ist es eigentlich ganz cool, wenn diese Kleinen beschworen werden. Das hält sich so ein bisschen länger am Leben dann. Als für sich selbst. Der kämpft hier richtig oder hier hört auf zu schießen. Weil diese Leute, die sich von außen einmischen müssen. Die ist auch schon wieder zäher.
Aber mir wurde ja gesagt, hier gibt es auch Waffen bis zu 100 DPS. Das heißt, da ich jetzt auch schon wieder ein Level aufgestiegen bin, sobald ich wieder eine Waffe finde, die ich nutzen kann und will. Ja, sehr gut. Jetzt Harmonie. Und zack. Noch ein Boss. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, bin ich ja ganz froh, dass ich nicht mehr so in Gefahr bin, drauf zu gehen dabei. Ja, kommt. Nehme ich euch auch noch mit. Wenn ihr schon hier seid. Dann schauen wir mal wieder ins Inventar. So, ups, falsche Taste. Kann ja gar nicht funktionieren. Bessere Schultern. Das ist eigentlich... Ja, ich habe jetzt nur Giftverteidigung, keine normale Verteidigung. Schaden geht auch runter. Das ist zwar jetzt weniger schlimm, aber... Da das mit der Verteidigung im Moment in Ordnung ist, lasse ich das erstmal. Okay, bringt Gesundheit auf den Begleiter. Das ist eigentlich ziemlich egal. Weil selbst wenn er drauf geht, der kommt ziemlich schnell wieder. Der Schaden wäre zwar gut. Aber das Brennen zum Beispiel ist auch besser, was er drauf hat. Von daher kommt das erstmal weg. Gewöhnlich Großwaffe. Na, immerhin schon 73. Da das gleiche. Blockchance, Damage with Holy Bolt und Blockchance. Okay. Ah, sehr gut. Blutscheinauslöser mit neuer Digitus. Und diesmal hat der Blutungschance drauf. Das habe ich ja beim letzten vermisst. Nutzen wir dann natürlich. Und der Rest kann weg. Ja. Wunderbar. Inventar wieder aufgeräumt. Wir nehmen noch, was auch immer das hier ist, mit. Baum. Und die Lore hole ich mir auch noch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.